Claire, wir sind hier auf dem Prima Leben und Stereo Festival. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ihr seid ja nur mit eurem Sound nicht immer ganz klar einzuordnen. Inwiefern findet es denn wichtig für euch selber, euch da zu positionieren, speziell auch vor eurem Publikum? Meinst du jetzt soundtechnisch und so? Boah, ich glaube, es ist echt nicht so wichtig. Ich glaube, dass dadurch, dass wir halt viele Einflüsse haben und eine große Bandbreite an Sounds, die uns beeinflussen, dadurch, dass wir alle aus anderen Genres auch kommen, finde ich, habe ich das Gefühl, dass wir echt auch ganz unterschiedliche Leute dadurch ansprechen. Also es ist, finde ich, so von, ich fand das Geilste, wir haben letztens so einen Kommentar gekriegt von so einem Hardcore-Mettler, der auch irgendwie gemeint hat, so, hey, ist normal gar nicht meine Musik, aber euch finde ich gut. Das freut einen halt schon, wenn man Leute aus anderen Genres für das gewinnen kann, was man macht. Also seht ihr euch auch sehr ambivalent und sehr offen für alles Neue? Ja. Auf jeden Fall. Kommen wir mal so ein bisschen auch zu eurer Musik. Wie steht ihr Perfektionismus gegenüber und inwiefern kann euch das auch ausbremsen? Der Perfektionismusdrang ist schon auf jeden Fall vorhanden bei uns und bremst uns auch teilweise schon aus. Also gerade im Studio sind wir schon eher Leute, die dann nicht sagen, okay, jetzt ist gut, wenn man irgendwie noch in der frühen Phase ist, sondern eher so, dass man dann noch eins länger rumschraubt an irgendwelchen Sachen. Aber ich glaube, am Ende kriegen wir dann schon wieder die Waage irgendwie, dass das passt. Nochmal zurück zur Musik und auch den Festivals. Ihr wart ja dieses Jahr auf dem Melz. Was habt ihr mitgenommen? Ein Fußballtor. Wie kam es dazu? Wir waren im Aldi beim Einkaufen fürs Melz. Wir wollten das ganze Festival mitnehmen, deswegen haben wir so Festivalproviant eingekauft. Da stand der Messer nicht. Ja, verzeihen Sie uns das, wenn wir jetzt ein Fußballtor mitnehmen. War aber so billig, dass wir es mitnehmen mussten. Ja. Vor allem, es hat eine Torwand. Und das konnten wir einfach nicht bleiben lassen. Und deswegen haben wir jetzt ein Fußballtor im Probe. Und sehr wenig Schlaf haben wir auch mitgenommen. Ja. Und sehr gutes Essen auch noch. Also geiles Essen. Und Woodkid. Also ich fand den Woodkid-Auftritt, ich fand den so krass. Also für mich, ja. Wenn ihr eure Songs jetzt schreibt, inwiefern, welchen Anspruch habt ihr an eure Songs? Was kann rein, was darf rein und was darf auf gar keinen Fall rein? Musikalisch, textlich? Ich glaube, dürfen geht erstmal alles. So. Es ist gar nicht so sehr, dass man da irgendwie sich vorher schon Grenzen suchen muss. Es ist dann eher dann im Nachhinein, ob man dann das Gefühl hat, okay, das ist irgendwie was uns taugt und wo wir Bock drauf haben, und dann kann es eigentlich alles sein. Grenzt man sich ja auch selbst ein, allein wenn durch den persönlichen Geschmack. Bleiben wir mal beim Eingrenzen. Was setzt euch denn dann musikalisch unter Druck? Wir selbst und unser Perfektionismus, den du vorher schon angesprochen hast. Genau. Wenn ihr eine Band gewesen wärt, die vor 30 oder 40 Jahren existiert hätte, wer wärt ihr gewesen? Vor 30, 40 Jahren, dann muss man ja zurückrechnen, das wäre dann jetzt so 70er, 80er. Boah, 80er, das habe ich schon mal gesagt, wäre ich gerne die frühen Beastie Boys gewesen. 70er bin ich auch ein bisschen raus, ich bin ja noch so jung. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. 70er wäre ich gerne kurz mal Kraftwerk gewesen. Boah. Für 5 Minuten. Ich sag die Rolling Stones, die hatten Spaß. Bleiben wir bei den Bands. Mit welchen Bands würdet ihr denn, oder welchen Künstlern würdet ihr denn gerne mal zusammen auf der Bühne stehen oder Projekte machen? Boah, also Woodkid hat mich auf dem Melt umgehauen. Ich war auch auf dem Konzert hier in München. Aber ich glaube, also wir hatten teilweise auch echt schon das Glück, mit tollen Bands zu spielen. Also wir haben mit Churches die Intro-Tour gemacht. Das ist auch eine super, super geniale Band. Und auch Young Galaxy und Mighty Oaks. Also so die ganzen Leute, die auf der Intro-Tour dabei waren, das war halt eine super, super coole Zeit. Und ich glaube, da, ja, keine Ahnung, also wenn wir eine Möglichkeit kriegen, und es gibt so viele tolle Künstler, ich glaube, da kann man sich nicht festlegen, aber wir hatten bis jetzt auf jeden Fall schon die Chance, mit ganz tollen Bands on the road zu sein. Nochmal zurück zu eurer Musik. Wie schafft ihr das denn, dass ihr einerseits diese Melancholie in eure Texte und in euren Sound bringt, wenn die doch eigentlich sehr bejahend sind, wenn man euch so auf der Bühne sieht und wenn man euren Sound hört? Ich glaube, man kann beides sein. Ich glaube, man kann eine melancholische Seite an sich haben, aber kann halt trotzdem sehr positiv gestimmt sein und halt, sagen wir mal, Spaß am Leben und am Tun haben. Ich glaube, das lässt sich ganz gut vereinen. Ich glaube, das kennt jeder, dass man halt so ein paar Tage so richtig motiviert ist und dann zieht man sich vielleicht für einen Tag auch wieder zurück und ist für sich selbst und hat seine Ruhe und denkt vielleicht über ein paar Sachen nach.
Und dann hat man neue Energie und kann halt wieder nach vorne gehen. Wenn morgen Weltuntergang wäre, welches wäre der letzte Song, den ihr hören wollen würdet, bevor die Welt dann untergeht? Ein Blue-Dabbe-Di-Dabbe-Di. Ja. Ich das Benny Hill-Theme. Boah, geil. Bei mir wäre es von Pantera Walk. Boah, ich würde Trentemöller, What Else Is There? Oh, oh, der ist auch stark. Ich glaube, irgendwas von Tracy Chapman. Oh. Wenn ihr jetzt nicht Claire geworden wärt, welche Berufe hättet ihr ergriffen? Kanzler. Okay, wir sehen uns in 5 Jahren nochmal wieder. Ich hoffe, du wählst mich. Wir alle, Friedel, wir alle. Ihr seid dann die Partei und er ist der Kanzler. Okay, gut. Jetzt ist ja der Festival-Sommer noch direkt am Laufen. Ihr bringt dieses Jahr euer neues Album oder euer erstes Album raus. Die EP ist schon da, neue Single. Was sind denn die Pläne für die kommenden Jahre, beziehungsweise erstmal für 2014? Noch mehr spielen, noch mehr Musik machen. Besser ja. werden. Das wäre ja. Kanzler werden. Kanzler werden. Kanzler auf jeden Fall, ja. Okay, das klingt sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Vielen Dank.